Die Ausschreitungen in England haben in der letzten Woche auch die Musik- und Filmindustrie erreicht. Wie genau, warum und wer betroffen ist, das erfahrt ihr bei mir in einer halben Stunde. Neuigkeiten. In London herrscht ja aktuell das absolute Chaos. Aufgebrachte Menschen, vor allem Jugendliche, randalieren und plündern, was das Zeug hält und stecken so ziemlich alles an, was irgendwie brennen kann. Am vergangenen Dienstag wurde auch die Musik- und Filmindustrie von den Randalen heimgesucht und ist sozusagen Opfer der Krawalle geworden. Durch ein Feuer ist nämlich das Sony DADC Lagerhaus bis auf die Grundmauer niedergebrannt und mit ihm bzw. in ihm sämtliche CDs, Plattenvorräte und DVDs von ganz wichtigen oder auch eher nicht so wichtigen Indie-Labels. Wie auch immer, der größte britische Musikvertrieb Play It Again Sam, kurz PIAS, nutzte zum Beispiel diese Halle als Verteillager für gesamt Großbritannien und Irland. PIAS lieferte von diesem Standort aus physische Tonträger von rund 150 Indie-Labels, unter diesen zum Beispiel 4AD, bei dem Bon Iver gesigned ist, Rough Trade und Domino Records, bei denen die Arctic Monkeys oder Franz Ferdinand gelabelt sind. Tja, nun ist der komplette Plattenbestand von eben diesen Labels zerstört und es bringt natürlich verheerende Folgen mit sich. Einige Labels, wie zum Beispiel Domino, haben große Engpässe bei der Auslieferung von bestimmten Platten. Also zum Beispiel die neue Single von den Arctic Monkeys, The Hellcat Sprangle Chalala, kann aktuell nicht ausgeliefert werden. Bei anderen Künstlern kommt es sogar so weit, dass die Veröffentlichung von ganzen Alben nicht mehr physisch, sondern nur noch im Internet stattfinden kann. Große Labels haben das Glück, dass sie noch Zweitlager oder Drittlager haben, aber für kleine Labels sieht es gerade richtig schlecht aus. Ein Beispiel ist zum Beispiel Sonic Cathedral, von denen ist der gesamte Backkatalog, also der komplette Plattenbestand, runtergebrannt und den zu erneuern, das kostet viel zu viel Geld und die können sich das wahrscheinlich nicht leisten. Sieht also so aus, als ob diese Aufstände in London auch die Musikindustrie, also zumindest die Independent-Musikindustrie, ziemlich drastisch angegriffen haben. Und um das ein bisschen zu verhindern, dass die Labels vielleicht doch überleben, wurde kurz nach dem Brand ein Fond eingerichtet von 250.000 Pfund, aus dem die Labels ohne Zinsen sich Geld leihen können. Das müssen sie dann zwar innerhalb von einem Jahr zurückzahlen, aber immerhin. Stars wie Ricky Wilson, der Sänger der Kaiser Chiefs, oder Kate Nash halfen auch mit nach dem Brand. Die haben ein bisschen mit aufgeräumt und so ihre Anteilnahme gezeigt. Wenn ihr irgendwie helfen wollt, dann könnt ihr euch mal wieder eine CD von einer Band kaufen, die bei einem der betroffenen Label gesigned war. Ja, wenn es euch interessiert, der Brand wurde übrigens ausgelöst von drei Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren. Die wurden gefasst, aber die drei, die haben sich vor dem Brandanschlag erstmal noch schön CDs und DVDs in die Taschen gesteckt. Ja, wie groß der Schaden im Endeffekt sein wird und was das für die Musikindustrie bedeuten wird, das wird sich erst richtig in den nächsten Wochen zeigen. Aber wir hoffen einfach mal, dass das Allerschlimmste uns irgendwie, dass das Allerschlimmste nicht eintritt. Mehr Neuigkeiten erfahrt ihr wie immer im Blog auf pop10.de und hier in einer Stunde. Neue Musik, ganz relaxed. Rückkehr der Romantik. New Look vorgestellt. Neuigkeiten. I'm Sarah. And I'm Adam. And we're New Look. Look. But we've always had the studio in where we live, like in our apartment or in our house. But I think it's, depending on where we're at, like we have like ups and downs, and sometimes like maybe we're not super inspired or motivated to work on music, but then we're living in the studio, so and you like, or you like walk by and you like look in the doorway at the studio and you're like, no. Well, actually, the first time I met Sarah, I was playing with an old music project of mine in a biker bar, and there was no one there except bikers, and then Sarah and we bonded over music and playing together and fell in love at the same time.
time. Yeah. I guess at the time we were both searching musically for something, and like we were 50% of what we knew we wanted to do, and then we met each other, and it was like meeting the other 50%, and it was like, this all makes sense now. And yeah, it all makes sense. Whenever we're making something, it has to be something totally fresh and new to us. I don't know about what other people think or what they heard. I don't know. We're so out of touch. Anyway, getting out of Canada to come to live in Brooklyn, there's just so much crazy energy going on in New York, and so you just do something and then like it just makes a little bit of a splash, ripple, you know, effect. And people like pick up on it, and people pick up and then are also doing cool things, and they're like, oh yeah, let's just do this, and then it creates a big chain reaction of... Yeah. We haven't really played in New York much at all, but so far they've been super receptive, like really into it, which is awesome. Well, I think now is an interesting time in the record industry, and I think that has a big part of what's lacking in music right now. Because like back in the 80s and 90s, like the labels had so much money and just like threw money into these young emerging artists they and let them risks. Develop. And then I think a lot of artists like came from that, like New Order, you know, like just like a bunch of kids, but like they were throwing a bunch of money to like just do their thing, and then they did it, flourish. You know. But it's not like that today. Like the labels don't have the money to just take a chance on a new artist, so they play it safe a lot of the time. Safe. Yeah, so you hear a lot of the same, like, watered down stuff. I'm like, I can't believe I'm gonna quote Steve Martin of all people. But he said, be undeniably good. That's all you gotta do. So I think the real art is, if it's undeniably good, it can't fail. Right? Mm-hmm. That's what we're banking on. Neuigkeiten. Das Wetter verarscht uns ja in diesem Sommer nach Strich und Faden. Ich weiß, das ist nichts Neues, aber das muss einfach nochmal gesagt werden, denn es ist ja sehr anstrengend, auch fürs Gemüt. Also ich persönlich muss zum Beispiel behaupten, dass ich seit meiner Pubertät nicht mehr so viele Stimmungsschwankungen durchlitten habe, wie in den letzten Monaten. Ja, und wenn die Stimmung schwankt, dann schwankt ja auch der Musikgeschmack, denn man hört ja gerne Musik entsprechend seiner Gemütslage. Und bei dem Wetter kann man ja gar nicht so schnell die CDs wechseln. Nur gut, dass es im Internet einige gelungene Radiostationen gibt, die ganz einfach nach dem Prinzip auf was hast du Bock funktionieren, also nach der eigenen Laune bestimmt werden. Music Covery zum Beispiel, das ist so ein Internetradio. Dort kann man entscheiden, wie positiv, ruhig, negativ oder energiegeladen Musik sein soll und aus welchem Jahrzehnt die kommen darf. Das Ganze ist kostenlos, ist voll einfach zu bedienen und ist eigentlich auch ganz schön, weil man da halt auch mal ein paar neue tolle Musiker kennenlernt. Ähnlich funktioniert das Prinzip auf der Internetseite stereomood.com. Nur dort kann man nach Schlagwörtern entscheiden, wie die Musik gestaltet werden soll. Mehr als 100 Tags sind dort vorhanden, zum Beispiel Just Woke Up, Make Love oder Jogging. Sehr schön, weil es auch etwas fürs Auge gibt, ist dann auch die Seite moodstreamgettyimages.com. Dort gibt es ganz, ganz viele Regler, also da wird es dann schon ganz speziell, und zu der passenden Musik bekommt man dann auch noch ein schönes Video geliefert. Ja, das Ganze ist also wie gesagt eine sehr schöne Sache, weil man sich nicht mehr selber kümmern muss und das Internet einfach mal entscheidet, was am besten zu unserer Stimmung passt. Dort kann man dann auch viele tolle neue Bands und alte wiederentdecken. Apropos alte Bands, da gibt es ja einige, die schon lange nichts mehr haben von sich hören lassen. Ein Beispiel dafür sind Justice. Ganze 4 Jahre sind vergangen, seit sie ihr letztes Album bzw. ihr erstes Album Cross veröffentlicht haben. 4 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit, kann man sagen, um dann auch wirklich noch Fan zu sein. Aber da sie uns ja damals so einen wunderschönen Ohrwurm beschert haben, denken wir uns Justice, we are still your friends und freuen uns, dass ihr am 28. Oktober endlich mal wieder was Neues von euch hören lasst. Die Platte soll Audio Video Disco heißen und laut dem Label soll die dann etwas ruhiger gestaltet sein als die erste Platte. Im Internet kann man sich das schon mal anhören und ich persönlich finde jetzt nicht, dass das erste Lied so viel ruhiger ist oder so viel ruhiger klingt als die alten Lieder, aber wer weiß, was da noch kommen mag. Ja, nicht nur Justice lassen ihre Fans gerne mal 4 Jahre warten, auch Leslie Feist, besser bekannt als Feist. Die Kanadierin teast aktuell ihr neues Album mit kleinen Videofetzen
Und die sollen halt ihr neues Album ankündigen. Insgesamt 12 kleine Videos hat sie geplant. Darin hört man keine ganzen Lieder, sondern immer nur so Songausschnitte. Sollen halt neugierig machen. Ihr nun viertes Studioalbum kommt dann am 4. September raus und soll den durchaus dehnbaren Namen Metals haben. Ja, zwei Alben, also eins von Justice, eins von Feist. Und wem das noch nicht reicht, da habe ich noch etwas draufzulegen. Und zwar die New Kids on the Blocks kommen zurück und mit im Boot haben sie überflüssigerweise die Backstreet Boys. Zu neunt wollen sie jetzt also den absoluten Super-Pop-Gig oder was auch immer starten unter dem Namen NKOTBSB, also New Kids on the Backstreet Boys. Nehmen sie zusammen ein Album auf und ja, wer weiß, ob sie damit die Musikwelt endlich nochmal retten oder verändern können. Mehr Neuigkeiten gibt's im Blog auf pop10.de. Neuigkeiten.